Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Escapist 2. Und es geht natürlich wieder rein ins Wicked Ward Gefängnis, wo wir im letzten Part erfolgreich ausgebrochen sind durch den Story-Ausbruch, durch eine Quest. Wir haben eine Quest abgeschlossen, also ich habe einen Skeleton Key bekommen und haben es rausgeschafft. Was im Einzelnen, was halt Punkt für Punkt, Schritt für Schritt abging, schaut euch den Part einfach gerne an. Ist der letzte Part und wie gesagt, wird halt bald, also falls noch nicht geschehen sein sollte, falls, wenn der Part oben ist, dann wird es halt in Kürze Playlisten für jedes einzelne Gefängnis geben. Das macht einfach mehr Sinn, als wie wenn ich alle einfach reinpacke. Weiß nicht, warum ich mich dazu entschieden hatte, aber naja, ja. Hinterfragen wir es einfach nicht, oder? So, ich meine, ja, sollte ich vielleicht doch in der Vergangenheit ein bisschen anders machen sollten bei anderen Projekten, aber naja, ist egal. Machen wir es so, wie es eigentlich generell der Fall sein sollte, weil bei Sims-Projekten ist ja auch nicht anders, ne? Jedes Projekt für sich, ne? Und ja, wir sind hier vorm Appell. Ah, das ist interessant. Gut zu wissen, dass das uns hier zurücksetzt. Und ja, ich würde mal sagen, wir legen hier einfach den Scheiß ab. Ist mir egal gerade. Was soll ich sagen? So. Wo ist meine Zelle nochmal? Die ist unten, ne? Ein Skeleton Key kannst du von mir aus haben. Was willst du von mir? Ich hab dir geholfen, du Arschgeige. Komm hier rein und ich muss dich kurz abmurksen, ne? So. Also jetzt hat er wenigstens einen berechtigten Grund, mir auf den Nerv zu gehen, um ehrlich zu sein. So, aber das heißt nicht, dass mir das gefällt. Wobei, warte mal, wir brauchen. Ah, nee, ich habe türkisen Schlüssel vergessen. Kann man vergessen. Stimmt. Da war ja was. Egal, müssen wir einen Tag dranhängen, wie gedacht, aber. Und naja, ist eh besser, wenn wir noch eine Schere haben. Aber ansonsten haben wir alles eigentlich. Müsste so sein. Junge, komm hier nicht rein, ne? Mal. Komm hier nicht rein. So. Ich warte jetzt, ob er reinkommt oder nicht. Aber ich glaube, er ist stark, ne? Nee, ist er nicht und er belästigt mich. Okay. Okay, Arschgeiger. Ja, hörst du gerne mich haben, Junge? Kriegst du mir auf die Fresse, Junge, du Perverser, ey. Perverse Drecksau, ey. Locker nur ein Vorwand, um hier Sachen anzustellen mit mir. Das kannst du vergessen, Kollege. Erst schneide ich dir die Kehle durch, bevor du mich belästigst. Soll ja mal einer von den Schweinen versuchen. Aber das machen sie beim Falschen. Ich hau dir gleich die Fresse runter, ja. Habe ich ein Klebeband? Nee. Brauche Klebeband. Dringend. Das Gute ist, ich kann jetzt die Zellen durchsuchen, ohne dass ich mit dem Zeiger gehe. Geil! Noch eins und ich bin bedient. Also was heißt noch eins, aber noch zwei oder so, egal. So. Wobei, die sind hier alle am Rumstehen, ey, mit dem türkisen Schlüssel. Wobei, ich habe eine Idee, wie wir das anstellen. Ja, ich weiß wie. Wir überfluten den Scheiß mit irgendeinem Scheiß hier. Und, also dieses Dings, dann kommt vielleicht einer mit dem türkisen Schlüssel hin, weil da eh zwei oder drei rumstehen oder vier oder so, was weiß ich. Und, ja. Machen wir einfach, komm. Warte mal, einfach hier den Scheiß nehmen. Los, 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 schnell. Schnell, wo sie noch da sind. Los, 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 komm. Mach hin, ne Klo. Nein! Fuck! Egal, weil hier ist niemand außer uns beiden, ne? Hallo? Komm, komm her. Komm mit. Nee, komm. Wir gehen. Oh, scheiße, ich hab was vergessen. ja. Was ist ein Teilcomputer und so? Na toll, muss hier ausgerechnet dann immer ein Guard langlaufen, ey. Ich hasse es, ey. Ich sag ja, ich habe kein Glück. Ich habe absolut kein Glück, ey. Mache ich einen Fehler, werde ich direkt bestraft in dem Scheiß hier. Junge, geh sterben, du Hurensohn, ey. Kein Bock auf deine Scheiße, Mann. So. Oh.
Okay, aber sollte hoffentlich funktionieren. Andererseits ein bisschen tricky, aber ist egal. Wir hatten da ja beim roten Schlüssel auch nicht anders und ich sehe es. Scheiße. Puh, gerade so rein hier, schnell. Und dann schnell den Kiefer stauen. Schnell den Scheiß hier weg und ja, wir sind good to go. Arbeitszeit, okay, von mir aus. Ist mir gerade alles scheißegal. Ja, ich hasse den Ort jetzt. Wir sagen. Vor allem hasse ich die scheiß Deko, die nur im Weg steht. Meine Fresse, schon wieder gegen den Baum gelaufen, nur wegen der Scheiße. Aber muss ja alles schön dekoriert sein, damit das Gameplay verkackt wird. Meine Fresse, ey. Ich hasse diese scheiß Deko-Fotzen. Hört einfach auf, Videospiele mit Deko zuzumüllen. Deko ist einfach Scheiß, der im Weg rumsteht und das Gameplay verschlimmert. Und ich hätte die Kleidung vorher ablegen sollen. Aber ist egal, wir haben ja eh Backup, also. Ganz so schlimm, aber mich regt diese Deko aber auch auf. Und das halt nicht nur hier. Das ist halt auch in anderen Games so. Hauptsache die Deko, aber weil ist ja egal, ob du mir im Scheiß festhängst. Ob das Gameplay flüssig ist. Weil Hauptsache der Scheiß ist vernünftig dekoriert oder was. In einem Gefängnis. So. Und auch in anderen Games, wo, ja, Gameplay, also wo halt auch Deko irrelevant ist zum einen. Und zweitens sollte halt immer Gameplay im Fokus stehen. Weil mir ist scheißegal, was mit der Grafik ist. Mir ist scheißegal, was mit der verschissenen Deko ist. Es kommt auf das Gameplay drauf an. Das ist wichtig. Aber naja, Team 17 und Intelligenz ist genauso fehl am Platz wie bei EA. Sonst, da tut sich nicht viel. Traurig, aber wahr. Ja, du darfst ruhig da in der Zelle rumchillen, auf jeden Fall. Ja, gib halt her, ich bin eh loaded, Alter. Bin eh sowas von loaded. So, da juckt mich das nicht, dass er überteuerte Preise für den Scheiß hat, aber. Wobei, ist halt geiler Scheiß. Ne? Kannst halt immer gut gebrauchen hier. Sehen wir ja. Kannst halt gut gebrauchen, um Guard zu knebeln, wenn du halt Schlüsselkopien machst. Kannst halt gut gebrauchen für. Diese Seitenschneider oder wie die heißen da. Wo wir halt die Zäune mit durchschneiden. Zum Ausbrechen. Genauso wie halt auch für Schaufeln. Für Spitzhacken glaube ich auch, ne? Oder auch für Poster, um die Wand in deiner Zelle abzuhacken, wenn das möglich ist. Geht ja in manchen Gefängnissen, ne? Und ja. Ne? Klebeband ist hier einfach ultra wichtig. Aber das wissen wir ja bereits, aber ich wollte es einfach nochmal erwähnen. Ja, vor allem für alle, die es noch nicht wissen. Vielleicht auch. Und Sportzeit. War da eine Schranke? Ich hoffe nicht. Will die verprügeln? Ne, machen wir nicht. Wird dafür zwar bezahlt werden, aber nö, lohnt sich nicht für uns. Wir haben ein Klebeband dabei und so. Könnten wir machen, wenn wir alles vorbereitet haben und noch nicht schlafen. Noch nicht Abendappell ist. Aber erstmal haben wir noch ein bisschen was zum Vorbereiten. Und ja. Ich werde auch meine Zelle abdecken, denke ich. Das. Ja, wobei ein Appell kann eigentlich auch nicht mehr wirklich passieren. Weil ich werde halt keine Guards mehr verkloppen. Und Schlüssel klauen so. Klar, Backup wäre geil, aber ist viel zu risky. So, wir haben so viel Zeug gerade und ich hätte ungern abgehen. Wir haben sogar Backup. Seitenschneider, was eigentlich gar nicht braucht und gar nicht vonnöten ist. Genauso wie Backup-Uniform und so. Aber, ja. Was wir haben, haben wir, ne? So. Oh, Durchzeit ist. Okay, gehen wir mal hin, weil. Durchzeit ist, glaube ich. Ah, da ist eine Schranke, ne? Genau. Und das ist ewig weit weg. Ich weiß schon mal, warum ich kaum irgendwo zu Durchzeiten gehe. So. So. Aber sollte ich halt mir auch angewöhnen, weil ich brauche die Trophy. Also ich gehe halt ungern duschen, so in Gemeinschaft und so kenne ich halt gar nicht, duschen zu gehen. So, ich weiß nicht, ob das überhaupt irgendwo eine Sache ist, wo man gemeinsam duschen geht, so. Also was heißt gemeinsam duschen, also in einer Beziehung klar oder halt, ne.
wenn man Knick-Knack macht, aber ich meine halt so, wie man das so in manchen Serien sieht oder manchen Filmen, wo so ein Sportteam gemeinsam, also was heißt gemeinsam duscht, aber halt, ne, haben dann eigenen Duschraum und so quasi, ne? Und jeder geht dann Kabine, also ne, geht einzeln in eine Kabine rein, wie es halt hier der Fall ist. Und keine Ahnung, ob das auch anderswo so der Fall ist. Keine Ahnung, kenne ich halt nicht. Aber wobei, doch, wo ich mich erinnere, wobei jetzt gerade, doch, in der Schule gab es, glaube ich, sowas, aber das habe ich halt nie gemacht, so. Keinen Bock drauf gehabt, so. Außerdem, naja, ich bin Gamer und Gamer stinken. Also damals noch nicht, aber nicht so sehr aus der Fresse wie jetzt, aber ja. Natürlich mache ich meine Faxen. Und du willst in meine Zelle rein, oder? Ja, genau, das passt doch, weil ich will gerade eh meine Zeit vertreiben und da haue ich dir gerne auf die Fresse, Milo, weil niemand geht in meine Zelle, Alter, sagen. Was denkst du eigentlich, wer du bist, hier zu tanzen auch noch und dich cool zu fühlen in meiner Zelle, Junge? Erst in meine Zelle einfach reingehen und dich dann noch aufspielen, als wärst du was. Du könntest Rüdlin sein wie in der SC Freiburg 2 Trainerkarriere. Oder halt auch die anderen Arschgeigen da. Wie Uphoff oder wie ist andere. Da war es noch einen. Gab's noch so einen. Heini. So. Ah, ich weiß gerade aber nicht, wer das war. Gab's da noch irgend so einen Heini auf jeden Fall. Ah, ich weiß gerade echt nicht, wer das war. Also Uphoff und Rüdling auf jeden Fall. Ja, keine Ahnung, wer es noch war. Gerade. Falls da noch irgendwer war. Ich meine ja, aber keine Ahnung. Bin mir nicht sicher. Kann auch sein, dass ich da falsch liege, will ich einfach sagen. So, wir haben auf jeden Fall den Seitschneider. Wir haben den türkisen Schlüssel. Wir haben die Guard-Uniform. Wir haben Breschi. Und wir haben Shorts. Ich glaube, wir sind good to go. Tatsächlich. Ich wüsste nicht, was fehlt. Deswegen nehmen wir einfach noch ein paar Quests an, würde ich sagen. Und machen uns vielleicht noch einen zweiten Schlüssel, weil. Na, warum nicht ganz K.O.? Ist zwar ein bisschen risky, aber. So. Ein Backup-Key wäre auch nicht verkehrt zu haben. Andererseits kann man uns immer noch drum kümmern, so wenn es soweit ist. Seife von Milo hin. Gut von mir aus. Nice. Hat mich falsch verfolgt, der Dummbatz. Ja, Pfeile brauchen wir nicht noch eine. Wobei, andererseits, wenn wir drei Scheren hätten, das wäre crazy. So. Brauchen wir zwar eigentlich überhaupt nicht, aber. Also klar, ich weiß, wir haben drei Scheren, aber ich meine halt Goldscheren, alles andere zähle ich halt nicht. Weil wenn, dann muss sie halt schon golden sein. Weil dann ist sie halt auch brauchbar. So, hier Arschgeige. Ja, gemein, ja. Gerne. Machen wir doch gerne den Deal. Weil wir haben eh mehr Geld als wir brauchen, also. Nehme ich halt gerne noch einmal mit. Mach die auch noch auf Dings. Ist zwar eigentlich nur. Ist halt eigentlich wirklich überflüssig, aber. Was wir können, können wir, ne? Und wir müssen ja eh Zeit vertreiben, bis Abend ist. Wir sind jetzt schon ready to go. Und wir sind mehr vorbereitet, als wir sein müssten, sage ich. Dann muss ich halt gucken, dass ich hier, wenn wir gehen, dass ich da nicht überall festbacke. Aber das haben die Entwickler halt so richtig verkackt mit dieser scheiß Drecksdeko. Es fuckt mich ab. Überall Deko, 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 aber Gameplay juckt nicht. Ist ja egal, ob du an jeder Ecke hängen bleibst. So, Hauptsache, das Game sieht schön aus. Meine Fresse, ey. Diese scheiß oberflächliche Welt. So an sich, wie gesagt, spielt's mir in die Karten. So, ich bin kein Fan davon, aber im Real Life, es spielt mir in die Karten größtenteils, dass die Welt so oberflächlich ist, wie sie nun mal ist. So. Ich mag es nicht. Überhaupt nicht, aber es spielt mir in die Karten. So, weil ich mich dann halt nicht mit Scheiß auseinandersetzen muss, was halt eh nicht zu mir passt und wo ich eh keinen Bock drauf habe. Keine Zeit für. Aber ja, was das angeht, so mit Deko und Videospielen, so ne. Das fuckt ab. Da geht's eindeutig zu weit, aber auch. So.
So, gucken wir mal. Hier noch eine Pfeile. Wobei, Billy verprügeln. Machen wir ja mal. Dun, 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 dun. Dun. Wobei, es kann sein, dass ich noch ein Dings brauche. Traumzieher. Ja. Oder halt, der hatte keinen türkisen Key, der Boy. Ich weiß nicht mehr genau. Aber ein Screwdriver hat er auf jeden Fall gehabt. Deswegen gucken wir mal, ob hier noch irgendwo ein Job ist. Kann jemand bitte in den Job kommen? Habt ihr keinen Jobs oder was? Habt ihr kein Life oder was? Dum, 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 dum. Junge, raus aus meiner Zelle, du Arsch! Hab ich dir das nicht schon mal gesagt oder war es der andere Vollidiot? Keine Ahnung. Ja, deine Mami kann dir nicht helfen, wenn du in meine Zelle gehst. Da hilft dir niemand. Ein bisschen drauf, Junge. Dann gehst du drauf. Monika, hier. Oh, Abendbrot ist. Aber noch mehr Geld gefarmt, als wir eigentlich überhaupt brauchen. So, Skinner, wo bist du? Du Sau. Einmal, du. Oh, hier ist noch ein Screwdriver, aber dann haben wir Unwanted Attention. Ah, ist egal, scheiß drauf auf die Unwanted Attention. Na, scheiß mal auf die Unwanted Attention, geben wir im Arsch vorbei. Welchen Screwdriver jetzt haben wir, habe ich einen Screwdriver, bevor wir jetzt unnötig rumwarten und so. Ja, zur Not lasse ich mich downshotten eben. Wir haben ja eh noch ein bisschen Zeit, also ja. Ist halt kein Ding, solange ich halt meinen Second Guard Uniform nicht verliere, ist mir alles egal eigentlich. So. 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 Weil ich nicht lackt rumlaufe, weil ich bin ja kein Perverser, so wie die scheiß Guards hier. Ziehe ich mich wieder an. So. Oh shit, hab das vergessen, dass hier ein Sniper ist. Aber der hat das nicht auf 100 gemacht? Okay. Dann nochmal kurz spielen. Wobei, warte mal. Was ist hier? Was ist hier? Aber vielleicht hat er echt keinen türkischen Schlüssel gehabt, ich weiß gerade gar nicht mehr. Ich hab's vorhin erst geschaut, das Video, aber ist auch schon ein bisschen her. Nein, 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 geh weg, Gerd. Geh weg, Arschgeige. Geh doch weg, ey. Meine Fresse, mal dieses Rumgestalke jedes Mal, ey. Das fuckt mich ab. Das fuckt mich echt ab. Die scheiß Rumgestalke jedes Mal. Was echt zu Unrecht auch noch ist. Jedes Mal, was so größtenteils was jetzt mal zu Unrecht gestalkt auch noch. Das muss nicht sein. So, nehmen wir schon mal mit das Zeug. Das mitnehmen und dann die Energy Boost. Wobei, das ist echt viel Zeug, ne? Abgesehen von dem Scheiß und dem Scheiß halt. Haltet die Fresse und verpisst euch einfach. Und du verpisst dich aus meiner Zelle, du Arschgeige. Meine Fresse, ey. Noch bin ich nicht abgehauen, ihr Penner. Du brauchst gar nicht so blöd zu gucken, Primely. Du brauchst gar nicht erst so blöd da reinzuschauen, Arschgeige. Jetzt war nur darauf gegeiert, bis ich weggehe. Und du auch, Billy, ha? Bist doch schon mal in meiner Zelle gewesen, du Arsch. Warte mal, war es nicht hier irgendwo? Kann sein. Ja, hier. Hier war das, okay. Okay, okay, okay. Da, 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 da. Okay. So. Gut. Na, warte mal, was ist das hier? Für ein Raum. Ah. Okay. Andererseits können wir auch schon mal hier rein. Oh scheiße, stimmt ja. Leg das mal ab eben. Ja genau, leg dann halt den Scheiß hier einfach mal ab. Hallo!
Meine Fresse, immer diese Scheiße, ne? So, leg mal alles hier ab eben. Bis auf einen von den Dingern. Aber ich könnte sein, dass wir ein bisschen spät sind, leider. Also egal. Dann wählen wir mal hier die Scheiße aus. Gehen hier runter. An den Deckel drauf. Hallo. Mach den Deckel drauf, hab ich gesagt. Meine Fresse, ist der so blöd oder tut der nur so? Meine Fresse, ey. Immer diese Scheiße, ey. Ah ne, den Schlüssel brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. So. Aber ist egal gerade. Ah, stimmt, hier haben wir ja so einen Scheiß. Ja. Wobei eigentlich. Ach nee, wir haben keinen wieder Schlüssel, ne? Ah shit, ich hab nicht gut genug gut genug in Erinnerung. Ich weiß nicht, ob wir hier rauskommen. Ne, das ist eine lila Tür. Laut Map. Ah, hier ist natürlich ein Guard. Ah, kann sein, dass wir das nochmal machen müssen. Scheiße. Ich weiß auch nicht, wo ich hier rauskomme. Puh. Ja. Hallo? Immer. Hallo? Immer. Hallo? Oder war das hier, wo ich rein war? Ja. Hallo? Wieso geht jetzt nichts mehr? Sind die blöd oder so? Ach so, weil ich eine Leiter baue, na super. Wieso hat er nichts vom Schlüssel erwähnt so? Ah shit, das ist keine gute Idee eigentlich. Nee, irgendwie nicht. Andererseits scheiß drauf, so. Ja. Ich muss hier eh irgendwie raus. Ich muss ja zum Appell, so. Ja. Das heißt, ich werde eh irgendwie gefistet sein. Ja. Und zwar wahrscheinlich. Fuck. Jetzt ein Medic Room. So. Nehmen wir das mal ab da. Ist egal. Ah, shit. Hier bin ich eh eingekesselt oder was? Na super. Zum Glück gab's Herz aus. Das hat eben für Sachen gesehen. Ja, toll. Jetzt bin ich eh gefistet. Toll. Ja. Wahrscheinlich ja. Außer ich habe Luck, dass ich die Schere noch ablegen kann. Aber nein, natürlich rennt hier jeder Guard irgendwo rum, ey. Ich hätte auch besser aufpassen müssen im Video. Oder eher gesagt, besser einprägen müssen nochmal. Ja, natürlich habe ich keine scheiß Energie mehr. Ey, komm, ey, fickt euch doch, ihr Pisser, ey. Mach! Boah, das war knapp. Die Scheiße war echt knapp, ey. So. Wobei, warte mal. Ich kann mich doch durch die Wand jagen. So. Ja, vielleicht. Ich muss nur hoffen, dass kein Guard vorbeikommt. Scheiße. Da ist einer. Och nee, ich habe nicht genug Zeug. Scheiße. Ich habe nicht genug Stuff mitgenommen. Fuck. Ah, fuck me, ey. Come on. Ich kann mich nicht scheiße ernst nehmen. Ich habe echt nicht genug Zeug mitgenommen. Belasto. Okay, müssen wir halt eventuell noch eine Nacht machen. Höchstwahrscheinlich. Andererseits. Ja, die werden eh die Luftungsschächte finden. Das heißt, wir sind so oder so eigentlich gefickt. So, ja. Stimmt. Also Puppe wieder ins Bett legen. Weil die werden eh den offenen Schacht finden. Oh shit, da läuft natürlich jetzt ein Hurensohn an meinem Scheiß vorbei, ey. Natürlich gerade jetzt, ne?
Gerade jetzt, wo ich es nicht gebrauchen kann, läuft da jedes Mal ein scheiß Drecksguard vorbei. Ich hasse es. Ich hasse diese scheiß Guards, ey. Ah, shit, den muss ich auch ein Dings wegschneiden. Ja. Oh shit, wir haben auch gar nicht die Zeit, ne? Weil es Appellzeit und so. Ja, egal, wir gehen nach oben. Ja, genau, ich habe nicht genug Platz für die Scheiße oder was. Na, super. Ja, unten. Heb den Scheiß. Wo ist der Scheiß? Warum muss jetzt hier irgendein Arschgeige lang gehen, ey? Meine Fresse, fehlt nur noch, dass denen das auffällt, ey. Meine Fresse, immer diese Arschgeigen, die überall lang müssen, ne? Ich hasse es. Da rennt auch noch ein Drecksguard rum. Schön, wenn ihr mal nicht da rumrennen würdet. Das ist ja wirklich schön. Wo ist der? Ah, toll, da kommt auch noch einer oder was? Was soll denn die Scheiße gerade? Bin zu müde, ey. Heul nicht rum, ey. Meine Fresse, zu müde, sagt er. Och nee, jetzt geht der wieder in den Raum rein oder was? Was soll denn die Scheiße gerade? Aber mach mal den Scheiß hier aber wenigstens zu. So, dass wenigstens da keiner reingeht. So. Okay, sind weg. Gut, weil den Scheiß brauchen wir nicht mehr. Oh nee, da kommt gerade einer, ne? Scheiße. Aber er geht weg, gut. Das ist nämlich jetzt ärgerlich, wenn wir jetzt noch scheitern. Ja, wir sind fast weg. Wir sind fast weg. Ah nee, der Strom ist ja an. Stimmt ja. Fuck. Das ist ein Problem. Shit. Hm. Kacke, da war ja was. Scheiße. Schaden wurde gefunden. Fuck, wie komme ich hier rein? Fuck, 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 fuck. Zeig mir den rein, Arschloch. Mal Schnauze, Schnauze, Schnauze und nicht festbacken. Und der Kacke. Aber wo auch der Schaden gefunden? Ist die Frage. Weil welchen Lüftungsschacht haben sie gefunden? Ja, egal, ich muss alles verstecken. Hallo! Das hab ich nicht gemeint, du kleiner Huren! So muss das jedes Mal, muss der jedes Mal dumm sein! Mein Char überall! Ob es jetzt in EFC 24 ist, ob es sonst wo ist, mein Char oder ob es hier ist, es ist egal. Mein Char ist immer der größte Vollidiot aller dummen Vollidioten. Jetzt geht er hoch, hallo! Arschgeige, geh da hoch! Ich fick dein Leben, Junge! Er macht's einfach nicht. Was soll ich machen, ey? Ja, natürlich hilft er seinem Mate. Muss ihn ja an den Arsch ficken auch. Meine Fresse, ey. Also ist ja nicht, an sich ja nichts gegen, aber... Ich hasse halt einfach die Guards hier. Sagen wir, wie es ist. Natürlich findet jetzt noch wer anders irgendwas. Ach, hört doch auf, ey. Ob ich das verhindern kann? Ich glaube eher weniger. Nein, 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 Arschloch. Nein! Ich hab zugehauen, ihr Wichser! Ich schwör auf den, ihre Mütter, dass ich zugehauen habe. Aber andererseits, ich hab die Wahrheit gesagt, also. Ja, wobei... Naja, denen ihre Mütter, wenn denen was passiert von den Entwicklern, ist ja irgendwo, sag ich mal, Karma, weil die haben die Entwickler in die Welt gesetzt und das ist unverzeihlich. Sag ich, wie es ist. Ey, so dumm wie die Entwickler sind, nee. Oder so wie pervers wie die sind, je nachdem, was halt der Fall ist. So, man weiß ja nicht, ob es Perverse sind, die irgendeinen Stalker-Fetisch haben oder selber Stalker sind. Oder ob es halt einfach, oder ob sie einfach komplett verblödet sind, diese Drecksentwickler. Man weiß ja leider nicht, was Phase ist. Leider nicht, was Phase ist. Ja, toll, wie mache ich das jetzt? Ich brauche auf jeden Fall mehr Zeug. Ja. Haben wir Geld? Geht so. Dann muss ich die Pulte nicht absuchen, worauf ich keinen Bock habe. So. Da habe ich echt keinen Bock drauf.
Ich sollte auf rechne hier so. Oh, ist sogar ein Job. Gut, wo Skinner? Skinner ist wohl einen Job am Machen. Das könnte vom Movement hinhauen. Wenn ein Job kommen macht, könnte hinhauen. So, ich weiß noch nicht, ob ich noch brauche. Dane, hast du noch was Neues im Sortiment? Nee. Schade. Schade, schade, schade. Ja, hast doch keinen Job, okay. Von mir aus. Ich weiß gerade auch nicht, wo noch ein Dings, ein Laden ist. Ah! Cool. Ah ne, das warst du. Ja, Pfeile brauchen wir jetzt nicht. Eher noch Breschi oder Schrauben. Ja. So, Kleeband habe ich halt auch noch mitgenommen, wegen Sicherheit halber. So. Weil eigentlich müssen wir ja nur den Strom ausschalten und abhauen. So, war das nicht auch tagsüber bekommen? So? Bisschen risky, ne? Bisschen risky, aber andererseits, wer weiß, vielleicht kriegen wir es auch tagsüber hin. Ich habe keinen Bock zu warten, um ehrlich zu sein. Wir haben unter Kiel den Schlüssel, den haben wir abgelegen. Ne? Und nein, Arschgeige, du gehst nicht in meine Zelle. Das kannst du vergessen. Ich kenne euch Drecksäcke, aber das kannst du vergessen, Arschgeige. Ja, dann geh nicht in meine Zelle. So, ganz einfach. Mir egal, was du denkst, da zu suchen zu haben, aber du hast da nichts zu suchen. Ich erinnere mich zur Häftlingskleidung. Bei wann mal? Lass die mal tragen. Und dann tue ich die rein. Ich weiß das eben. Nein, Billy, du lernst es auch einfach nicht, ne? Das ist das dritte Mal, dass ich dich aus dem einen und demselben Grund K.O. schlage. Ah, gut, wer nicht hören will, muss fühlen. So sagt man. So. Oh. Hab vergessen, dass ich nicht das Geist bin. Aber ist egal, ich hau die Guards ja eh zu jeder Zeit gerne weg. Außer das Game verarscht mich so wie jetzt. Weil ich einen Hit kassiere, den ich eigentlich nie im Leben hatte kassiere. Aber, ja, muss ja sein, ne? Muss ja sein, müssen ja Support haben, die Drecks gerade. So wie KI in EFC24. Ja, ist einfach lächerlich, ey. Wie sehr die KI einfach protected wird im Videospiel. Das war einfach lächerlich. Über, da wird eine KI protected, da wird eine KI protected. Überall einfach. Überall fast. Und das fuckt mich auch ab. Dass das so ist, KI muss protected werden. KI muss protected werden, KI muss protected werden. Anstatt dem Spieler mal eine faire Chance zu geben, warum auch. Spieler kann ja. Spieler ist ja nur der, der fürs Geld sorgt, ne? Wir sind ja nur die, die für Einnahmen sorgen, für Umsatz. Ne? Aber lasst ihn einfach komplett verarschen und auseinandernehmen. Macht keinen Sinn. Aber so ist die Gaming-Branche. Dumm, dummer. Ja, Team 17, EA und hast du nicht gesehen. Nur bei Appell geht das so? Okay. Oh ne, jetzt ist so ein Ding da. So ein Wachhundi. Also ich mag ja Hunde an sich, aber in Escapist mag ich die ja ähnlich wenig wie in Seven Days to Die. Mit dir spielt man nicht. Alle verprügeln, von mir aus. So. Aber wahrscheinlich haben sie sich gebockt und weggerannt vom Milo und jetzt soll ich seine Drecksarbeit erledigen. Junge, was für du willst mit mir duschen, du Arschgeige, Alter. Er hat mich belästigt, ihr Scheißgarts, und euch ist das egal. Weil ihr selber nicht anders seid. Ja, soll der mir nicht mit mir versuchen zu duschen, der Hirsche? Ganz ehrlich, mach ich den kalt, wie gesagt. Mir ist auch egal, ich hau den jetzt K.O. Egal was passiert. Ich will von mir auf die Fresse. Außer er hat schon auf die Fresse bekommen, dann renne ich erstmal zum Medic Room natürlich. Ne, da ist er. Ja Junge, wir sehen uns so lange, bis ich ausgebrochen bin, du Vollidiot. Dankeschön. Sehr gut, wer auch immer das war. Wer warst du? Basil. Okay, cool. Ich werde ihm ja das Musikwaschbrett anbeten, aber das ist für Dings hier. Ah ne, ich soll verprügeln, okay. Vielleicht war es sogar Basils Musikwaschbrett. Wer weiß. Geil.
Nee, Rayondal. Okay, warum er Rayondal ist. Und seit wann der hier ist. Aber okay, und dann kümmern wir uns um Turkiden Schlüssel, was sowieso wichtiger ist, aber. Hatte Bock dazu. So. Und naja, so schädlich ist es ja auch nicht für uns. Okay, von mir aus. Wollte ihm nur noch mal mitgeben. Ah, ich hätte das jetzt eh unterbunden, weil uns die Zeit dafür fehlt. Weil ich muss jetzt gucken, dass Türkiser Schlüssel und das könnte je nachdem ewig dauern. Ah, vielleicht geht es auch über den Lüftungsschacht und ich brauche keinen Schlüssel. Ja, und das Problem ist halt. Ich weiß halt nicht, wie genau ich das anstellen sollte. Ja. Wobei, wenn ich nicht so einen Umweg gehen müsste, wäre es vielleicht auch eine Sache, die easy geht. Also weiß ich auch nicht, warum ich mich gerade schon wieder um anderen Scheiß kümmere. Mach mal einen Wut. Habe ich den noch nie K.O. gehauen oder hat der einfach nichts? Das ist die Frage. So, aber finden wir es einfach heraus. So. Bin ich disguised? Nee, gut. Appell ist? Okay. Ist okay. Nehmen wir noch irgendwelche leichten Dings an hier. 375 mal wieder, können wir mal gucken. Aha, okay. Hammer nehmen wir mit. Cool. Ähnlich mit Billy reden, hier mal gut reden. So. Ja, man war auch noch das mitnehmen. Nein, du gehst nicht in meine Zelle. Okay, cool. Muss ich den nicht noch K.O. hauen? Also aktuell gesehen. Also eigentlich schon, weil. Naja. Nee. Aber erstmal brauche ich auch Knete. Haben wir noch Knete irgendwo rumliegen? So. Achso, dann brauche ich auch einen Kamm, ne? Shit. Feuerzeug meine ich. Kamm liegt ja hier. Feuerzeug ist hier, okay, gut. Dann. Ja, würde ich sagen, gucken wir mal das mal hier. So, was macht der gerade? Geht der auch weg? Cool. Dann mach ich mal dich jetzt. Komm mit. Lass ausnahmsweise meine Zelle rein. Ja, komm. Nein, ey. Schaden wurde gefunden. Fuck off, ey. Und ich weiß nicht mal, um welchen Schaden es überhaupt geht. Also um den Hörnschaden der Entwickler scheint es ja nicht zu gehen. Weil, dass sie darauf kommen, glaube ich eher weniger. So. Direkt, dass er mich nicht K.O. hauen kann. Weil wenn er aufsteht und in meiner Zelle liegt, dann wird er mir eine mitgeben. Weil ich ihn ja angegriffen habe und so, deswegen legen wir ihn auch direkt da raus, wo er hingehört. In Schmutz. So. Das darf dann auch erstmal weg. Für. Wobei, Screwdriver brauchen wir eigentlich auch. Ja, vielleicht einen Seitenschneider weg. Was? Seit wann, du Arschgeige? Verpiss dich aus meiner Zelle, Alter. Ah, es könnte richtig Stress geben. Vielleicht soll ich mich K.O. hauen lassen. Ja, gute Idee. Ich lass mich wegsnipen. Ja, wobei, nicht, dass wir so viel laufen müssen. Ey, einfach hier. Ich hab ja eh nichts dabei. Habe ich halt extra gemacht, falls ich zu viel Scheiße gebaut hatte, dass ich eventuell nicht hineinsaften muss. Weil wenn du halt gesucht wirst, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt höher, dass du halt, also dann steht ja fest, dass du in Einzelhaft kommst, aber so habe ich jetzt nichts gemacht, so. Es ist gelöscht, ne? Es resettet. Und ja, ich hoffe, das bleibt dabei. Unsere Arbeit wird nie geschätzt. Ja, dann arbeitet mal, ich scheiß Dreck, Sonny. Und das nicht nur für die Gazi-Schweine. Nein, du darfst nicht in meine Zelle, du Arschloch. Perverser, ey. Wollt da locker nur irgendwas in meiner Wäsche wühlen oder was? Und du auch nicht, du Drecksack. Boah, voll einen Schlag, ich hab reingelaufen, ich hab nur einen Hund gesehen. Oder Robohund oder was weiß ich, was sie da veranstaltet haben. Ja, egal. Professor, mir Stromschlag geben, wenn nicht schnell genug. Ja, sollte der mal. Der sollte mal ordentlich Volt auflegen bei euch. Und wenn er euch dabei brutzelt, so wird ihr wenigstens vernünftige Arbeit mal leisten, ey. Mann, was macht der jetzt schon wieder? Schon wieder meine Zelle gehen, der Sorg. Ey, nee, ey. Das ist jetzt nicht dem sein Ernst, oder?
Ist der verbuggt oder was? Normalerweise machen die das nicht, die Schweine. Ja, toll, jetzt kann ich nicht zur Arbeitszeit gehen. Was ist denn Müll? Das ist ja ganz scheiße. Ja, super. Das ist auch ganz toll. Ja, hast du, du Arschloch. Freu dich, hast du mal was geschafft in deinem Leben. Auch wenn es nicht viel ist. Weil mich auf Low Life von hinten feige anzugreifen, ist keine Leistung. Ist absolut keine Leistung. Versuch das mal, wenn ich bei 100% bin und ich komme. Und ja, ist mir nicht egal, ob du mich K.O. schlagst. So. Versuch das dann mal, du Arschgeige. Dann sehen wir weiter. Du kleiner, dreckiger, feiger Notenbengel. Ja, das ist er. Ja, lass mich ran, der Pervers ist wieder in meiner Zelle, oder? Safe, oder? Ja, genau, der Perverse. Bleibt der jetzt immer da, oder was? Wie soll ich dann abhauen, wenn ich Schwein jetzt mal in meine Zelle geht? Such dir doch erstmal Kleidung, du perverse Sau. Aber nee, ist zu pervers dafür. Meine Fresse, ey. So kann ich nicht abhauen. Safe nicht. Und ich weiß auch nicht, wo der Deckel sein soll. Das ist einfach zu weit verschwommen. Das ist einfach despawned, der Deckel. Aber Hauptsache, das Gefängnis sieht schön aus, ne? Deckel ist einfach verschwunden. Ohne Grund, ohne Sinn und Zweck. Aber Hauptsache, das Gefängnis sieht schön genug aus. Ja. Aber wobei, ich könnte vor meine Zelle was Verdächtiges ablegen. Das würde den weghalten von meiner Zelle. Stimmt. Irgendein Scheiß, der verboten ist, aber den ich nicht brauche. Weil eventuell kriege ich ihn so weg da. Weil ich glaube, der ist verbuggt, aber auch. Weil normalerweise hört das auf, wenn ich die K.O. schlage, wissen wir ja. Aber der geht jetzt mal da in der Saison. Also entweder verbuggt oder das haben die Entwickler hier verkackt bei dem Gefängnis. Keine Ahnung, was der Fall ist. Ich tippe auf den Bug, aber was weiß ich. So. Nee, keinen Schaden gefunden. Okay. Trotzdem lege ich das einfach mal hier ab oder so. Und hau dir auf die Fresse, weil du in meine Zelle gehen wolltest. So, ich lege das einfach mal hier ab, dass wir hoffentlich mir nicht auf die Nerven gehen. So, ich brauche natürlich einen Schlüssel. Ich brauche auf jeden Fall einen Breschi. Und ich nehme 100 mit. Tu das hier rein. Ich nehme das noch mit. Ich nehme den 100er Schneider mit. Der wird wahrscheinlich reichen. Und das Geisen. Und dann brauche ich die Energieshots. Okay, ich bin beim Appell. Achso, ich muss jetzt schon nach oben, ey. Scheiße, scheiße, scheiße. Und jetzt den Scheiß ausmachen. Ich muss vorher draußen sein. Wo ist denn der Scheiß mit dem Stromdings? Fuck, ich hab mich verlaufen, ne? Fuck, 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 fuck. No, ausgerechnet jetzt habe ich keine Ahnung, wo ich hin muss. Das ist nicht mein Ernst, oder? Scheiße, scheiße, scheiße. Halt die Fresse, geh mir aus dem Werk, du Kleiner! Machen mich aggressiv mit ihrem Gelaber. Machen mich aggressiv. Schnell, 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 weg hier, weg hier, weg hier. So, 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 weg, 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 weg. Vielleicht muss ich auch gar nicht in den Lüftungsschacht. Keine Ahnung, ey. Wobei, hier ist egal eigentlich, weil ich kann mich hier kaputt hauen. Ja, safe. Ja. Ich habe jetzt keine Ahnung gehabt, wo es rausgeht. Ich kann ja auch hier die Wand kaputt hauen einfach. Pump ist ja mit der Zelle, ne? Muss ja, ne? Genau, gut. Ach nein, ich habe keine Zeit dafür, ich Trottel. Ich muss das ausmachen und dann nochmal laufen. Stimmt, der Strom bleibt nie im Leben so lange aus, bis ich da unten bin. Scheiße, ey, diese Kacke jedes Mal. Das ist halt echt beschissen hier. Ja, vielleicht warte ich noch ein bisschen. Bis der Strom wieder angeht. Auf Safe-Basis. Ja. Ich
Ich glaube nicht, ob ich die Zeit dazu habe. Andererseits. Ist der Strom dann raus, ne? So. Kacke, dass sie den Scheiß hier reparieren konnten. Ja, dann trink halt, du Sau. Halt's Maul. Ah, shit. Ich hoffe, das reicht. Nee. Da muss ich hier weg. Fuck. Das habe ich befürchtet. Also oder so, wie ich es wenigstens ver... Och, nee, ey. Kacke, der wird das jetzt sehen. Auf Safe wird er das jetzt sehen. Fuck, ey. Ja, halt doch dein Maul wenigstens und verpiss dich, ey. Es interessiert niemanden, was du zu melden hast. Nicht mal dein Chef interessiert. Aber ne, hat er nicht entdeckt. Gut. Dann hauen wir hier hoffentlich ab, ey. Machen allerdings den Mauerstein hier wieder rein. Auch wenn ich mich frage, wie das entdeckt hat, den Mauerstein. Ne, das ist nicht hier lang. Das ist, also ist egal, glaube ich. Sowieso. Wir müssen den Scheiß auf jeden Fall durchsägen jetzt. Ganz schnell, bevor der Strom wieder an ist. Zum Glück haben wir gerade noch so die Energie dafür. So, jetzt hier. So, komm. Mach's weg. Bitte reich einfach. Aber ich glaube eher nicht, ne? Oh, shit, 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 shit. Shit, 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 shit. Och nee, ey. Warum? Wollte ich halt eigentlich noch einen Second Entry. Ich muss eh noch mal zurück, leider. So, gut. Wobei, das kann ich eigentlich doch... Ja, nee, nehmen wir mit. Mal zurück. Ah, wobei, ich kann nicht zurück, ne? Shit. Ja, ich kann nicht zurück. Muss mir das einfallen lassen. Ich kann nicht zum Appell. Fuck. Ich kann echt nicht zum Appell. Fuck. Ja, scheiße. Warum haben die auch den Schaden gefunden? Problem. Ich kann jetzt nicht boxen. Wobei, ich kann in meine Zelle. Okay. Cool. Weiß zwar nicht, wieso die Tür gerade aufging, aber cool. Ja, halt Maul, halt einfach deine blöde Fresse. Es interessiert mich ein Scheiß, Arschgeige. Meine Fresse, ey. Hab ich dir schon mal gesagt, dass dein Leben keinen interessiert. Shit, shit, shit. Ich muss jetzt gucken, dass ich schnell unten bin. Schnell beim Appell und schnell runter. Schnell runter. Ich hoffe, der Guard ist noch nicht da. Ich habe nicht mal eine Waffe bei. Oh, scheiße, der ist das, oder? Nee. Gut. Irgendwer hat einen Schaden gefunden, aber ich weiß nicht wer. Von den Guards. Oh, er! Okay, okay, okay. Gut zu wissen. Dann, ja, muss ich jetzt. Nein! Na, du Arsch. Komm, komm. Hier rein. Los, los, los. Ist mir egal, ob ich danach K.O. gehauen werde eigentlich. Ah, ja. Du musst auf jeden Fall K.O. gehauen werden. Ist der ganze Fortschritt leider verloren. So. Okay, ich kann den Part auch gerade leider nicht beenden. Er geht gerade einfach zu viel ab, Leute. Okay, wir sind zwar im